Mehr Leistung aus der PV-Anlage herausholen und dabei noch die Sicherheit erhöhen? Das klingt wie eine Wunschvorstellung, ist aber möglich mit den Leistungsoptimierern von Huawei. Viele in der Photovoltaikindustrie, aber auch Konsumenten kennen Optimierer noch gar nicht und deswegen hat Huawei das weltweit erste Seminar zu dieser Technologie abgehalten. Ich war auch eingeladen am Huawei Fusion Solar MLP Industry Development Seminar und hier kommt eine Zusammenfassung von dem Event und Erklärung, warum Leistungsoptimierer ein sehr sinnvoller Invest sein können. Es war ein wirklich spannendes Event mit vielen interessanten Gästen und ich werde das Wichtigste für euch kurz zusammenfassen. Am Anfang gab es eine Rede von Carl Song von Huawei über Huawei Digital Power. Einige von euch kennen Huawei vielleicht noch gar nicht, aber laut Carl Song hat Huawei 30 Jahre Expertise und Erfahrung im Digital Power Bereich und ist somit nicht nur ein Hersteller, sondern auch führend in Forschung und Innovation. Huawei hat auch den Vorstand bzw. Executive Director der eControl eingeladen und hier gab es ein Zitat, das ich wirklich nur unterschreiben kann. Die Photovoltaikindustrie ist noch sehr neu und ein richtiger Standard hat sich noch nicht durchgesetzt, vor allem im Bereich der Sicherheit. Viele Installateure kennen die Regularien gar nicht und daher können PV-Anlagen auch eine Vielzahl an Sicherheitsrisiken bergen. Und Huawei hat eine gute Lösung dafür und zwar die Optimierer. Das war im Prinzip dann auch die Überleitung zu Martin Mitnecker von der Feuerwehr und hier gab es einen interessanten Vortrag zum Thema Sicherheit und Brandfall. Martin Mitnecker hat noch einmal auf die OIB-Richtlinie, also die Bauvorschriften, hingewiesen, wo in 2023 zum ersten Mal PV-Systeme integriert wurden. Denn mittlerweile müssen PV-Anlagen eine Abschaltemöglichkeit der DC-Seite aufweisen und am einfachsten wäre natürlich die Lösung mit Optimierern. Das gleiche hat im Prinzip auch Carina Lehmal von der TU Graz bestätigt. Mehr und mehr Richtlinien werden jetzt umgesetzt, um die Sicherheit von Photovoltaikanlagen zu gewährleisten. Anlagenbetreiber müssen die Sicherheit der DC- und AC-Seite garantieren können und die DC-Seite muss auch mit einer Schnellabschaltungsanlage ausgestattet werden. Wie man hier schon sieht, tut sich vor allem im Bereich Sicherheit in den Vorschriften sehr viel und das klingt alles jetzt sehr kompliziert, was man da umsetzen muss, aber mit Optimierern lassen sich all diese Vorschriften ganz einfach erfüllen. Aber warum ist das jetzt so wichtig? Viele von euch haben im letzten Video nur über den Ertragsnutzen geredet. Sicherheit ist aber enorm wichtig, nicht nur für euch, sondern auch zum Beispiel für die Feuerwehr. Wenn es zum Beispiel unter Tag brennt und die Module nicht abgeschaltet werden können, liegen DC-seitig 500 bis 1000 Volt an. Das wäre lebensgefährlich für die Feuerwehrleute, wenn diese in Berührung mit der DC-Seite kommen. Aber auch zum Beispiel für Personal bei der Wartung oder Reinigung der Anlage ist es natürlich eine Gefahr. Also um im Brandfall ein schnelles und sicheres Löschen zu gewährleisten, sind Optimierer auf jeden Fall sinnvoll und vermutlich in Zukunft sogar Vorschrift. Sicherheit ist aber nur einer der Vorteile. Wie der Name schon sagt, helfen Optimierer auch einen besseren Ertrag zu erzielen bzw. das Optimum der Anlage am Dach zu nutzen. Bei meinem Haus steht zum Beispiel ein Baum davor, der je nach Sonneneinfall einen Schatten wirft und einige Paneele dann teilverschatten würde. Das gleiche Problem hat man auch mit Schornsteinen bzw. Dachflächen in verschiedenen Himmelsrichtungen, Neigungen etc. Durch Optimierer lassen sich hierbei bis zu 30% mehr Ertrag herausholen und in diesen Fällen wäre das somit eine ideale Lösung für mein Dach. Um den optimalen Stromertrag einer Solaranlage zu realisieren, sollte der MPP, also der Maximum Power Point, deshalb für beschattete und unbeschattete Module separat eingestellt werden. Ansonsten beeinflussen Module mit geringerer Sonneneinstrahlung solche mit höherer Einstrahlung. Dadurch können die Module mit hoher Einstrahlung nicht ihr volles Ertragspotenzial ausschöpfen. Bildlich kann man sich das mit einem abgeknickten Schlauch vorstellen, denn auch bei einem Schlauch begrenzt die Knickstelle den Wasserdurchfluss. Da die einzelnen Solarzellen eines Moduls und sogar mehrere Solarmodule miteinander verschaltet sind, ist ein separates Ansteuern beschatteter und unbeschatteter Zellen nicht ohne weiteres möglich. An der Stelle kommen dann die Huawei-Optimierer ins Spiel, somit kann das schwächste Glied in der Kette umgangen werden und dieses reduziert dann nicht die Leistung aller Solarmodule. Mit den Optimierern arbeitet somit jedes Modul am Maximum Powerpoint und der String kann nicht heruntergezogen werden durch verschattete Module. Die Leistungsoptimierer werden an den entsprechenden Photovoltaikmodulen angebracht und bei diesen Geräten handelt es sich um sogenannte DC-DC-Wandler. Das bedeutet, dass sie in den jeweiligen PV-Modul erzeugten Gleichstrom in Gleichstrom mit einer anderen Spannung umwandeln. Weiters können die Module auch im Einzelnen gemonitort werden und man sieht auf einen Blick den Ertrag pro Modul und natürlich auch die Performance. Somit erkennt man auch frühzeitig und schnell, falls ein Modul Probleme macht und kann dementsprechend handeln.
Also gerade im Bereich Monitoring sehr interessant, da man den Output jedes Moduls sieht, auch in Hinbetracht auf Verschmutzung, um zum Beispiel Informationen zu bekommen, wann man die Anlage reinigen bzw. warten sollte. Und weiter, sollte ein Modul einen Defekt aufweisen bzw. nicht richtig arbeiten, wird man auch direkt über die Cloud alarmiert und kann sich direkt ohne Zeit zu verlieren um das Troubleshooting kümmern. Also wie ihr sehen könnt, es geht nicht nur um den Ertrag. Klar, Ertrag ist ein wichtiges Thema und vor allem bei Teilverschattung, wandernden Schatten oder unterschiedlichen Dachflächenbelegungen sind Optimierer sinnvoll, aber auch bei Anlagen, wo es nicht direkt um den Mehrertrag geht, sind Faktoren wie Sicherheit und Monitoring nicht zu vergessen. Das war meine Zusammenfassung über die Optimierer und hier noch ein kurzer Auszug von der Paneldiskussion. Wie gut kommt das Thema an bei den Followern? Wie sehr interessiert das deine Follower? Also das Thema kommt sehr gut an, speziell im letzten Jahr war da ein starker Anstieg bei den Views generell zu dem Thema, speziell auch beim Thema Batteriespeicher. Und wir beschäftigen uns ja auch viel mit Elektromobilität und da ist das Thema Solaranlage dann immer wieder aufgekommen. Und ja, wir wollen nächstes Jahr auch bei uns die Solaranlage installieren, da ich selber auch ein Elektroauto fahre und einen ziemlich hohen Verbrauch zu Hause habe. Was war denn das Spannendste an diesem Dreh? Der Besitzer dieses Hauses ist ja heute leider verhindert, sonst wäre er auch gekommen, aber wie hast du das erlebt auch, diesen Dreh? Ja, für mich war es sehr spannend, weil ich auch eine Solaranlage will. Mein Haus steht in Wien, West-Ost, und ich habe genau das Problem, dass ich einen Baum vom Haus habe, der das halbe Dach so abdeckt, oder je nachdem, ja, kann man noch ein bisschen umschneiden, aber in Wien gibt es eben den Baumschutz. Der Baum ist riesig und extrem alt, der kann nicht weg, der ist noch gesund. Und da war auch die Sache, eventuell Optimierer machen da sehr viel Sinn, dass auch teilverschattet ist. Und ich wollte einfach mal sehen, wie die ganze Anlage beim ausschaut, um nochmal ein bisschen ein Bild zu machen, um was wir dann nächstes Jahr angehen werden. Warum würden Sie Ihren Kunden empfehlen, Optimierer gleich von Anfang an einzubauen, wenn jemand eine Photovoltaikanlage installieren lässt? Nicht nur beim Einfamilienhaus, sondern vielleicht auch bei größeren Projekten, Einkaufszentrum oder ähnliches? Gibt es vielerlei Gründe. Einer davon ist, dass ich selbst ein Anwender bin davon. Das heißt, in meinem Haus selbst habe ich eine Ost-West-Garagenerweiterung mit Optimierer durchgeführt. Das heißt, ich kann auch tatsächlich von positiven Ergebnissen berichten. Und wie mein Kollege Martin schon erwähnt hat, haben wir Optimierer sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben heute schon das Thema Sicherheit gehört, das ist ein sehr, sehr wesentliches. Wir haben das Thema Anlagenmonitoring, damit ich wirklich das einzelne Modul sehe und je größer die Anlagen werden, dann kann ich mir auch noch Optimierer sparen, indem es diese 2 und 1 Optimierer gibt, um auch da noch effektiver und mehr Ertrag aus den einzelnen Modulen herauszuholen und natürlich auch im Anlagendesign, in der Anlagenerrichtung bin ich wesentlich flexibler und ich kann einfach auch. Wir haben die ambitionierten Ziele gesehen, mit Optimierer kann ich einfach auch mehr Dachfläche nutzen. Bin eigentlich nicht eingeschränkt und kann das Dachfläche voll machen und das brauchen wir, um die Energiewende zu erreichen. So, das war's vom Huawei Fusion Solar MLP Industry Development Seminar. Alles in allem war es eine sehr interessante Veranstaltung und ich denke, bei der Planung meiner Anlage von Huawei für nächstes Jahr werde ich definitiv Optimierer mit einplanen. Vielen Dank fürs Zusehen und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal.